Sven Müller, Trainer der TPSK U19, heute ein deutlicher Sieg gegen SC Rondorf. Wie haben Sie die Begegnung gesehen? Ja, also in meiner Augen, wir waren von vornherein direkt die spielbestimmende Mannschaft, hatten, ich glaube, extrem viel Ballbesitz, haben es aber oft nicht so gut geschafft, ins letzte Drittel zu kommen, auch mit Tempo ins letzte Drittel zu kommen. Haben zwar in den ersten zwei Minuten einen Elfer und eine sehr gute Einschussgelegenheit, aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, hat meine Mannschaft das am Ende doch ganz gut gemacht. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Saisonstart? Ja, wenn man jetzt bedenkt, dass wir das erste Spiel gegen Hohlweide verloren haben. Das war eine sehr überragende erste Halbzeit. Keine Ahnung, was in der zweiten Halbzeit passiert ist. Da kriegen wir vier Tore noch. Hat für mich so ausgesehen, als ob es eine komplette Einstellungssache war. Einfach die Einstellung hat dann gefehlt. Es ging zu einfach wahrscheinlich in der ersten Halbzeit. Dann mit dem Sieg in Delbrück, mit dem 8-1 und dem darauffolgenden Pokalspiel, war ich sehr zufrieden. Da haben wir es echt sehr gut gemacht. Da haben wir schnell den Fußball gespielt, gut umgeschaltet, waren griffig in den Zweikämpfen. Auch heute streckenweise sehr zufrieden. Aber in der zweiten Halbzeit machen wir einfach zu wenig noch in den läuferischen Aspekten. Da könnte noch mehr kommen. Auch so einen Gegner muss man dann einfach nochmal 6-7 in der zweiten Halbzeit dann einschenken. Und was haben Sie sich mit Ihrer Mannschaft in dieser Spielzeit vorgenommen? Ja, wer letztes Jahr die Sonderliga verfolgt hat, derjenige weiß dann auch, dass wir letztes Jahr Dritter wurden. Dann sind die zwei überragenden Leverkusener Mannschaften, die letztes Jahr wirklich davonmarschiert sind. Die sind jetzt beide weg, die spielen verdientermaßen in der Bezirksliga. Unser Ziel sollte eigentlich der Aufstieg sein, aber wir haben von vornherein gesagt, wir möchten von Spiel zu Spiel gucken. Weil immer wenn wir uns das Ziel Aufstieg genommen haben, haben wir es leider nicht geschafft. Deswegen wollen wir jetzt gucken, dass wir von Spiel zu Spiel gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.